Wenn Sie eine neue Person im Testsystem anlegen wollen, klicken Sie auf den Tab Personen und danach auf Neu. Die ersten Felder Zuname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Bildungsgrad und Testsprache sind Pflichtfelder. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Detailinformationen für die Person einzugeben, die jedoch nicht verpflichtend sind. Ein Tipp: Gehört die Person zu einer bestimmten Gruppe, empfiehlt es sich, für alle Mitglieder dieser Gruppe einen einheitlichen Auswertecode einzugeben. Wenn die Dateneingabe abgeschlossen ist, klicken Sie bitte auf Speichern. Die Person erscheint danach hier auf der rechten Seite. Aus Datenschutzgründen können Sie die Liste der Testpersonen verbergen, sodass das rechte Feld komplett leer bleibt. Hier ist die Personenliste nun auf Sichtbar gestellt. Wir haben nun die Person Mr. Graduate angelegt. Um diese auszuwählen, setzen wir ein Häkchen in der Personenliste. Nach der Auswahl der entsprechenden Person klicken Sie bitte auf Testvorgabe.